Heute stehe ich hier mit Eva Högel. Eva ist die stellvertretende Fraktionsvorsitzende für Innen und Recht der SPD-Bundestagsfraktion. Und unser Thema heute ist die Situation der Flüchtlinge in Südeuropa, insbesondere in Griechenland und auf den Inseln. Eva, in der SPD-Fraktion reden wir schon sehr lange über diese Zustände, die ja unhaltbar sind, insbesondere auf den griechischen Inseln, und dass wir die Menschen, die dorthin geflüchtet sind, irgendwie unterstützen müssen. Und das Ganze ist ja durch die Corona-Pandemie nicht besser geworden, sondern eher noch schlimmer geworden. Die Flüchtlingscamps sind dort absolut überfüllt. Und wir haben ja vor einigen Wochen den Beschluss gefasst in der Koalition, dass wir insbesondere Kinder aufnehmen wollen. Nun sagen viele, das geht alles nicht schnell genug. Letzte Woche sind, ich glaube, 47 Kinder nach Niedersachsen gekommen, erstmal in Quarantäne. Warum nur 47? Wir haben doch mehr beschlossen. Und wer sucht die eigentlich aus? Ja, die 47 sind einerseits eine gute Nachricht, weil immerhin 47 kommen konnten. Und andererseits ist es natürlich ein Trauerspiel, dass überhaupt nur 47 Kinder aufgenommen werden konnten. Und wenn nicht Ostern gewesen wäre und wenn es nicht auch in der Unionsfraktion Leute gegeben hätte, die gesagt haben, komm, jetzt holen wir aber mal Kinder her. Und ehrlich gesagt, Horst Seehofer hat auch geholfen, dass wir überhaupt welche aufnehmen konnten, dann wären es nicht mal diese 47 gewesen. Es gibt Menschen in der CDU-CSU-Fraktion, die sind der Auffassung, wir müssen kein einziges Kind aus den Lagern nach Deutschland holen. Und das ist ein harter Kampf in der Koalition, auch überhaupt Kinder herholen zu können. Und was sehr wichtig ist, wir bleiben nicht bei den 47. Wir haben fest vereinbart, wir wollen einen Anteil von den 1600 Kindern übernehmen, ungefähr 350. Ehrlich gesagt könnte Deutschland auch die ganzen 1600 Kinder aufnehmen, da hätten wir überhaupt kein Problem. Es gibt unzählige Kommunen, Bundesländer, die gesagt haben, wir nehmen gerne Kinder auf, hier in Berlin, wo ich meinen Wahlkreis habe, in Niedersachsen sowieso viele Kommunen. Bei mir in Celle auch. Genau, alle sagen, wir haben die Kapazitäten, wir helfen gerne den Kindern, denn die Situation in den Lagern dort in Griechenland ist unerträglich und unter Corona-Bedingungen noch mal viel gefährlicher. Wenn dort Corona ausbricht, dann gibt es gar keine Hygienestandards. Und Kirsten, auf deine Frage noch eben, wer wählt die Kinder aus? Wir haben keine Beschäftigten des BAMFs mehr in Griechenland, die sind alle abgezogen worden. Es machen internationale Organisationen, UNHCR und die Europäische Flüchtlingsorganisation IOM, die wählen aus, die besonders betroffenen Kinder, die Alleinreisenden, Kranke auch, Jüngere vor allen Dingen. Und wir wollen bewusst auch diese Auswahl nicht treffen, sondern es sollen internationale Organisationen machen, weil es, glaube ich, auch kein gutes Signal wäre, wenn wir als Deutsche auf die griechischen Inseln reisen und dort die Auswahl machen und viele andere Kinder zurücklassen. Deswegen müssen wir noch ganz viel mehr Druck aufbauen. Da sind wir auch gefordert als SPD, Druck in der Koalition, in der Gesellschaft dafür zu werben, dass wir viel mehr Kinder und Jugendliche von den griechischen Inseln noch holen, nach Europa und auch nach Deutschland. Eva, ganz herzlichen Dank. Ich weiß, das ist jetzt nicht vergnügungssteuerpflichtig, wenn man da mit Leuten debattieren muss, die eine völlig andere Meinung haben und die auch von einem völlig anderen Selbstverständnis kommen. Ich glaube, unser Selbstverständnis und das von Herrn Seehofer und denen, die dich da unterstützen, ist eher ein christliches. Ja. Die anderen, die dagegen sind in der Koalition, weiß ich nicht, wie die das begründen. Aber die Kinder sind ja das eine, da sind ja auch sehr viele Familien und sehr viele Erwachsene. Gibt es eine Möglichkeit, dass wir Griechenland unterstützen, dass diese Menschen dort besser untergebracht werden, menschenwürdig untergebracht werden? Also vieles läuft auch in Griechenland nicht wirklich gut, was auch an der griechischen Regierung liegt, das muss man ehrlich sagen. Wir haben schon vielen Hilfe angeboten, auch Hilfsmöglichkeiten dorthin geschickt, also Zelte, um die Lager besser ausstatten zu können, um die hygienischen Bedingungen zu verbessern, von Europa, aber speziell auch von Deutschland. Da ist schon viel hingeflossen worden, aber das A und O ist eigentlich, dass die Menschen schnell verteilt werden in Europa. Wir lassen Italien, Griechenland, auch Spanien, Malta, wir lassen die Länder, die an den Außengrenzen der Europäischen Union sind, seit Jahren und Jahrzehnten allein mit dem Thema Migration. Und was ich dringend für erforderlich halte, ist eine europäische Migrationspolitik, die den Namen auch verdient, die nämlich auf Solidarität setzt, eine solidarische Übernahme von Verantwortung. Das Migrationsthema ist nicht allein das Thema in Griechenland oder in Italien oder in Malta, sondern eine Angelegenheit von ganz Europa. Und wir brauchen dringend ein europäisches Asylrecht, eine bessere Verteilung der Geflüchteten und vor allen Dingen auch eine Familienzusammenführung. Viele Familien sind verstreut über unterschiedliche Länder und es dauert oft Jahre, bis die Familien wieder zusammengeführt werden.
geführt sind. Und auch das ist ein Riesenthema. Eva, ganz herzlichen Dank. Ich weiß, dass du weiterkämpfen wirst, auch dafür, dass die Situation der Menschen in Griechenland, Italien und Malta besser wird, auch bevor alle 27 EU-Staaten mitmachen, denn so lange haben diese Menschen keine Zeit. Ganz herzlichen Dank für deine Arbeit und viel Erfolg weiterhin. Und wir machen das gemeinsam. Wir machen das gemeinsam.